Der eine ist echt ein geiles Spiel. Ja. Gibt ja auch schon einen zweiten davon, ne? Beziehungsweise, nee, es gibt einen DLC. Und der zweite Teil ist, glaube ich, in Planung, ne? So rum. Genau. So rum war das. So war das. Ich glaube, ich werde mir dann... Zu Weihnachten kriege ich ja eine PS4. Ah. Und dann hole ich mir, glaube ich, mal Dead Island, Far Cry 4 und Destiny. Hast Destiny schon mal gesehen? Ja, aber das ist irgendwie nicht so mein Fall. Ja, ich hab da schon mal reingeguckt bei GameTube. Die spielen das ja auch. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja. Kann man gut mit Freunden so Koop spielen. Ja, das ist ja wieder nicht so mein Fall. Und The Last of Us 2. Ja. Das kommt ja, glaube ich, nur für PS4 raus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann soll auch nochmal ein Let's Play von The Last of Us kommen, also von dem ersten Teil. Da habe ich schon Bock drauf. Das Problem ist, ich habe jetzt schon wieder Probleme beim alleine durchspielen. Wir haben es ja schon mal zusammen durchgespielt. Dass ich an einer blöden Stelle wieder festhänge mit irgendwelchen Klickern da und. Ah, ich reg die Viecher auf. Ja, das Spiel ist echt geil. Die sind auch gut geil. Auch schön gemacht. Wo ich das erste Mal gespielt habe, dann hatte ich so manchen Stellen, da hatte ich echt Schiss. So irgendwie da nachzugehen und so. Echt schon gut gemacht. Aber es ist auch von der Synchro gut gemacht. Die Sprecher sind das, die sind toll, die das machen und so. Die haben sich da echt richtig Mühe mitgegeben. Da fühlt man sich auch nicht so richtig mit rein, so am Ende. Ja, das ist richtig wie ein Film. Ja. Ich hab auch irgendwie gehört, so, also, keine Ahnung, von ein paar YouTubern so, Behind und so, die machen immer diese News, Game News. Ja. Dass da hier angeblich bald, also, das soll verfilmt werden, The Last of Us. Ja, es soll ein The Last of Us Film kommen, das ist richtig, das stimmt. Das wird bestimmt richtig geil dann. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Werde ich mir auch, glaube ich, dann angucken. Aber ich freue mich ja schon erstmal auf die vierte Staffel von The Walking Dead. Ich hab's jetzt ja endlich bestellt. Und die kommt bald. Bald habe ich sie auf DVD. Sehr gut. Sind auch wieder 16 Folgen. Also The Walking Dead ist mit die beste Serie. Das ist eine richtig geile Serie. Und vor allem die fünfte Staffel habe ich schon mal geguckt, die hat auch 16 Folgen. Die ist ja schon fertig. Ja. Ich glaube, bei TNT in Amerika wird die schon... Was? Okay, du hast aber überlebt. Vorsicht, da noch nicht hin. Ach, hier kommt nichts mehr. Okay, dann kommt auch noch rein. Ja, und die wird jetzt ja auch auf Sky schon ausgestrahlt, die fünfte Staffel. Aber da gucke ich noch nicht rein, weil ich kenne ja noch nicht mal die vierte. Die will ich erstmal natürlich sehen. Ja, im Fernsehen, da musst du, dann guckst du immer eine Folge und musst eine ganze Woche wieder warten. Das ist immer richtig scheiße. Und die Staffel, die gucke ich mir in 2 Tagen durch. Ja. Weil echt, die Serie ist so geil. Das ist Hammer, Leute. Kann ich nur empfehlen. Der ist der, von dem ich dir gesagt habe. Ich dachte, da kommt großer Text oder so. War nicht, ne? Haben da Text? Nee. Nur von diesem kleinen Gnomen da. Er stand da, hat seine Hand hochgehalten. Wer bist du jetzt überhaupt? Du bist jetzt der Rotzahn-Chef oder was? Der rote König. Der rote König. Die rote. Der rote Königin, Alter. Also die haut von Schaden schon ein bisschen. Ja, ich versuche jetzt einfach mal. Irgendwie Slow-Mo machen, das ist ja. Alter. Ich nehme jetzt nochmal eine Armbrust. Warum greife ich nur mich an? Ich weiß nicht, ob es was bringt gerade. Ich nehme jetzt meinen Präzisionsschuss. Alex. Ja, ich schieße doch schon drauf. Die hat aber eine komische Slow-Mo-Attacke, ne? Aber. Da kann man ja gar nicht ausweichen. Der ist ja fast tot. Ja, da musst du aber weiter weggehen. Ich schieße doch auch mit einem Pfeil und Bogen drauf. Das geht doch ganz gut hier. Ja, was? Wenn der auf den Nahkampf kommt. Gut, ich muss ja auch mit dem Kreis schießen. Wieso ist er schon halb tot? Guck mal, ich mach jetzt beim Superschuss hier gerade. Das läuft schon. Ja, du kriegst doch keinen Schaden, wenn er mich angreift. Ja, aber ist er schon halb tot? Ja, ist er schon. Bleib doch mal locker. Habe ich keine Pfeile mehr oder was ist das? Boah, du Rummel ganz Pfeile. Weil der irgendwie gerade nicht schießt. Ja, wenn deine Fähigkeit. Du kannst auch normal schießen, ne? Ja, das weiß ich. Deine Energie ist ja auch bei der so. Ich bin deine Superpfeile da noch. Ich bin tot. Ich konnte nicht schnell genug Tränke. Nicht gut, Timo. Schnell wie ich mein Leben generiert habe mit den Tränke, war der Schaden nicht höher von dem. Der macht ganz schön Schaden, ne? Der hat sich wieder aufgelevelt. Ist hier wohl ein Magier? Ah, ey, da waren mehrere, die auf uns geschossen haben. Wir sollten erstmal die platt machen und dann auf ihn fokussen. Ja, fokussen, ja. Ja, auf fokussen. Okay, okay, der ist nicht ganz einfach, sagen wir mal so. Aber wir hatten ihn schon halb tot und auf einmal kriegt er wieder Energie dazu. Das ist doof. Ich glaube, wir müssen gucken, ob da Magier sind und die erstmal platt machen. Ja.
Okay, gut, dass ich hier gespeichert habe, ne? Mhm. Das ist tatsächlich eine Königin. Wo kommst du noch einmal her? Wo kommt der noch einmal her? Hä? Das war hohl. Okay. Wir müssen echt erst die Magier töten. Ja. Man wird da immer wieder hochgeheilt und eben, das ist das Problem. Wir suchen jetzt, wir gehen einmal hier im Kreis. Hm. Das haben wir eben gesehen. Da ist hier, ach, der hier vorne hat gelabert eben. Das ist ja schon Magier. Ja. Ist klar. Das war echt mal ein cooler Bossfight. Ja, das sieht auch ganz cool aus so. Ich werde einfach die kleinen Kinder hier töten. Jetzt müssen wir gucken. Da ist ein Magier. Die müssen wir platt machen. Und dann kümmern wir uns um den. Da hier der Ecke. Okay, er ist tot, der Magier. Guck mal. Ich mach mal irgendwie Fallen aus, ne? Ja. Oh, ich bin kein Totschüler. Ist hier noch ein Magier? Tot gerade. Haben wir alles platt gemacht? Ich glaub. Magier sind alle. Hier ist noch einer, doch. Ah, ne, das ist nicht. Ja, dann lass uns das mal platt machen. Nahkampf oder nicht Nahkampf? Das ist die Frage. Mit einem anderen Zauber und einem Heil. Versuch's doch mal mit Nahkampf. Also, nee, also beim Nahkampf ist nicht das Wahre. Tut mir leid. Ich kann nur Nahkampf. Ja, ich versuch's mit meiner. Warte mal. No. Schießpulverbolzen, nehme ich die mal. Oh, guck mal hier. Mann, du musst nur mal treffen. Der bewegt sich zu viel, der Kack. Oh, guck mal, die ziehen aber ganz gut ab, wenn ich den mal treffe. Ich mach weiter, ich hab mein Heil. Stimmt, ja, das ist ja auch. Ja. Alles geht schon, kriegen wir schon wieder hin. Nein. Nicht getroffen. Ja, volle Kanne drauf hier. Du musst nicht den Raum verlassen, ne? Du warst ja nicht schwierig dran. Nee, ich bin eh nicht hier, während des Kennens. Brauchen wir ja gar nicht. Oh, 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 oh! Hat mich getroffen. So. Ich glaube, er merkt, dass ich ihm mehr Schaden zufüge, als er will. Schon was. Ich glaube, ich hab auch das Kabel wieder berührt. Deswegen würde ich so wenig. Soll ich doch auf den Nahkampf gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, mach weiter Fernkampf jetzt. Ja? Ja. Haben wir ja gleich. Ja, ja, wir können die denn sagen. Ja, wir haben sie gleich. Ich glaube, sie ist tot. Geil. Warte mal. Die rote Königin verschwindet. Die rote Königin ist verschwundet. Und ihr hört das Geräusch sich reibender Steine. Dann ist sie so, wohl. So, ich hab wieder Ton. Weggelaufen. Ja, ich nehme wieder meine Axt. Da. Du hast zu viel Angst vor mir. So, haben wir jetzt hier noch was rumliegen? Oder können wir raus? Oh. Warte mal, verschiebender Stein, das ist dann der Gang dann, ne? Ja. Und ist hier nichts, ne? Gut, ich komm mit. Ein blutiger Fußabdruck. Hier befindet sich ein blutiger Fußabdruck. Die rote Königin muss diesen Weg entlang gegangen sein. Verfolgt sie und vernichtet die Rotzahnbanditen. Also die ist immer noch nicht tot. Ach Gott. Ich möchte endlich mal einen Endgegner besiegen, den wir auch töten. Die hauen immer alle nur ab. Ob das nun er hier oder die hier ist oder die Lufia da. Oder wie sie hieß. Nee, Lufia hieß sie nicht. Das war ein anderes Spiel. Das... Du meintest die von Haus Blutmoor? Ja, genau. Ufos? Was sind das? Ach, das sind Fallen. Ende Wende. Fertig. Ich dachte schon, was sind das jetzt für? Hast du es gehört? Fertig. Pass mal auf. Fertig. 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 Ich mach fertig. Dich. Fertig. Fertig. Siehst du, es doch wieder praktisch, einen Zwerg dabei zu haben, ne? Hm.
Fertig. So, haben wir die alle fertig. Ja, ist ja nicht. Fertig. 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 Nein, ich wollte. Nein, Geheimweg. Geheimweg. Geheimnis. Ich wollte da doch gar nicht lang. Ich gehe doch mal wieder zurück. Ach, dass man das immer nicht. Nein, ich will wieder zurück. Ja, wolltest du viele Fallen deaktivieren? Ja, ganz genau. Ich wollte alle möglichen Fallen an den Wänden deaktivieren und auf einmal Geheimgang. Ja. So, warte mal. Da können wir noch. Toll, hier ist so ein Speicherpunkt. Wer war das nicht? Aber ich will ihn trotzdem aktivieren. Ich dachte, ich hätte jetzt ein Riesengebiet verpasst oder so. Ah, passt schon. So, abspeichern. Tschum. Und rein. Den Geheimweg betreten. Müssen wir die jetzt gleich tatsächlich nochmal besiegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich auch nicht. An den Endboss konnte ich mich auch nicht wirklich dran erinnern. Nee, ne? Hier ist schon wieder ein Speicherpunkt. Was soll denn der Quatsch? Ein bisschen doppelt gemobbelt hier. Aber ich nehme den mit. Was soll's. Kostet ja nix. Nur eure Zeit. So. Jetzt habe ich schon wieder den Ton abgestellt. Warte mal. Ich höre schon wieder nichts. Ratten. Ratten? One hit. Ah, ich bin gleich wieder dabei. Ja. Ich versuche das gerade mit meinen Füßen, den Ton wieder herzustellen. Ich scheine hier irgendwo Wackelkontakt mit irgendeinem Kabel zu haben. Ich höre nichts. Egal. Ratten! Ah! Oh. Jetzt habe ich mich mit meinen. Ja, ich habe mich hier gerade mit meinen Füßen in den Kabeln verfangen. Die ist hier in der Falle. Ja, die werde ich eben fertig machen. Fertig. Ich komme hier nicht durch. Stehst im Weg. Fertig. Fertig. So. Hallo Feder, du bist doch eigentlich Ja, ich hab keinen Ton mehr. Du hast auch keinen Ton mehr, sehr gut. Du müsstest doch eigentlich zerfetzt werden, ne? Ja, du hast auch keinen Ton. Ah, das ist schön. Ja, ich hab's auch komplett rausgerissen hier, warte mal. Den Ton oder die Aufnahme? Ne, die Aufnahme nicht, den Ton. Warte, jetzt haben wir gleich. Ah, ich hab Ton! Ja. Ja. Sorry für diese kleinen Probleme, jetzt läuft's aber wieder. Ach, das sind Fallen! Im Boden. Fertig. Jetzt habe ich das. Dann geh du mal vor. Mein Ton ist übrigens wieder weg. Macht er nicht. Er macht nichts. Ich krieg das schnell wieder hin. Ein bisschen Ton habe ich, aber halt nur ein bisschen, komischerweise. Ja, ich entschärfe das hier schon. Alles Ratten! Das haben wir auch. Fertig. Die ganze Zeit nur fertig. Wir haben einen harten Arbeitstag, unser Zwerg hier. Fertig. Wenn wäre das jetzt so ein ganz aktuelles Spiel, würdest du irgendwelche Achievements wieder für geben, wo man alle Fallen entschärft hat. Das sind doch Rattenfallen, ne? Oder was sind das? Keine Ahnung. Würde ich jetzt so vermuten. Fertig. Alles entschärft. Alles fertig. Fertig. Oh, wieder ein paar Fledermäuse. Wusstest du, dass Fledermäuse die einzigen Tiere auf der Welt sind, die tatsächlich noch Tollwut übertragen können? Habe ich letztens in der Zeitschrift gelesen. Okay. Auch an Menschen praktisch. Cool. Ja, voll cool. Voll geil. Voll geil. Deswegen solltest du bei Fledermäusen tatsächlich aufpassen. So. Nee, wusste ich nicht. Oh. Abspeichern ist nicht verkehrt. Zack, zack. Weil ansonsten gibt es eigentlich kaum noch ein Tier, was das
toll gut übertragen kann, weil das so gut wie ausgerottet ist fast. Den Keller von Haus Feuerwind betreten. Okay.